Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem Reaction-Video, das das erste ist, was ich dazu mal aufnehmen möchte, so in dieser Art und Weise. Weil ich habe jetzt dieses Umgedacht-Video hochgeladen gestern und gemacht. Und ich habe mir jetzt nach einer Nacht später überlegt, okay, da kann man ein bisschen was anderes mal draus machen, was ich schon länger vorhabe. Und das mache ich dann jetzt mal spontan, ne? Also es geht auch hier, wie man sehen kann, um die bösen Onkels. Ich bin gerade auf der Homepage von denen, habe ein paar Sachen rausgesucht, die auch kontrovers sind, und ich möchte diese Sachen mal vergleichen und Denkfehler offenlegen, ne? Weil, wie gesagt, da kann man auch was kritisieren. So, und hier haben wir, oh, was ganz Skandalöses. Böser Onkel schrieb Liebeslied für Peter Maffay. Eieieiei, schreibt er schon für den Maffay die Texte? Naja, hier steht es jedenfalls, 3 Gigs vor 150 bis 300 Leuten, also in dem Buch auf dem Weg zu mir. 3 Gigs vor 150 bis 300 Leuten spielten die Onkels während dieser Phase von gut 2 Jahren. Gegen Ende 1985 war die Bewegung weitgehend politisiert. Rechte Parteien begannen sich einzumischen und ein Auftritt vor einer Horde von rund 250 krakeelenden Skinheads am 11. November 1985 in einem Bunker im Berliner Wedding zementierte das rechte Image der Band. Und das hier hat auch der Edmund Hartsch geschrieben, als Biograf dafür, ne? Komischerweise trugen sie selbst zu diesem Zeitpunkt schon keine Glatzen und auch keine klassische Skinhead-Uniformen mehr, ne? Also das Gruppengedenke, das ging den Onkels damals richtig auf den Sack. Auf den Keks oder auf den Zeiger, wie man das auch sagen möchte, ne? Und das war für die eine nicht politische Bewegung sozusagen, ne? Wenn man davon überhaupt reden kann. Je nachdem. Ich habe da ja damals nicht gelebt, wie ich schon im letzten Video gesagt habe. Komischerweise trugen sie selbst zu dem Zeitpunkt schon keine Glatzen. Die Haare waren nachgewachsen. Der Gitarrist kam im Motorhead-T-Shirt und spielte verpönte 2 Minuten-Soli. Nach diesem Auftritt setzte im Frühjahr 1986 ein Umdenken ein. Zu viele Regeln, zu viele Intrigen, Neid, Missgunst und unendlich dummes Geschwätz über die Band waren die Gründe des Ausstiegs aus der Szene. So, das kann man sich auch auf der Homepage alles ansehen, was sie dazu selber sagen. Jetzt habe ich hier einen kurzen Ausschnitt. Dazu wird gesagt, auf der Onkels-Homepage zum Jahr 84, Kevin im Fernsehen und als Übersymbol der deutschen Skinhead-Szene. Am 26.01.84 strahlt das ZDF den Beitrag aus. Dieses Filmdokument mit einem Statement von Kevin ist das älteste noch erhaltene Filmmaterial, auf das wir hier im Onkelsarchiv zurückgreifen können. Ich habe das mal jetzt rausgesucht, was Kevin da sagt, und ich gebe ihm mal das Wort jetzt. Mein Vater ist also nicht oft zu Hause, und weil er Pilot ist, aber ansonsten verstehe ich mich also mit meinen Eltern sehr gut. Ich habe also kein schlechtes Verhältnis mit meinen Eltern. Die akzeptieren das auch. Und also seit 1981 bin ich Skin, weil ich mich dazu, also ich fühle mich stolz, ein Skin zu sein. Und ich bin ein mehr oder weniger also der Jüngste in der Familie. Und meine Geschwister, die sind, also wenn man das so ausdrücken kann, normale. Ich weiß nicht. Man wird in den Zeitungen wird man als Nazi abgestempelt, wenn man kurze Haare hat, Stiefel an hat und wenn man mehr oder weniger brutal aussieht mit Tätowierung oder was, aber das ist überhaupt nicht wahr. Also ich bin kein Nazi, das möchte ich jetzt sagen. Ich bin einfach, obwohl ich Engländer bin, bin ich stolz darauf, ein Deutscher zu sein, weil ich mein ganzes Leben in Deutschland gewohnt habe. Und ich möchte es einfach sagen, dass ich einfach stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein. Das ist alles. Ein Vaterlandsstolz. Skinhead sein ist auch Fußballfan sein. So, viel dazu. Also, und was kann ich daraus von mir aus sagen? Von meiner Erfahrung? Es ist nur meine subjektive Wahrnehmung. Meine subjektive Wahrnehmung sagt mir, okay, denen wurde vorgeworfen, aufgrund deren Aussehen eine Bedrohung zu sein. Es ist also quasi eine moralische Panik entstanden. Durch die sensationslüsternen Medienberichte. Und was heißt das? Er hat Glatze, er ist ein Nazi, sofort. Nur weil andere paar Idioten Scheiße bauen, ne, wird das auf alle übertragen. Und was war bei mir gewesen vor 20 Jahren?
Da haben die Ruders vor 20 Jahren in Witten haben die Arbeitskollegen ermordet und das ging dann durch die Presse als Satansmord. Und weil ich noch keine, auch wenn ich noch keine langen Haare hatte, aber ich hatte schwarze T-Shirts an, ich hatte, wie soll man das sagen, Tarnhosen an oder schwarze Hosen hatte ich angehabt, war ziemlich schwarz gekleidet, hatte blutrünstige Metal-T-Shirts von Cannibal Corpse, die teilweise hier indiziert waren. Und dann noch dazu Springerstiefel an. Ja, das gibt schon ein Bild ab, ne? Sowas Martialisches. Ne? Und ja, dann galt ich natürlich auch als satanisch in der Schule. Das hat sich sogar über Jahre hinweggezogen. Dass das sogar in der letzten Klasse im Klassenbuch stand. Satanisch. Nur aufgrund von dem Aussehen. Und den provokanten Witzen, die man sich daraus, die man daraus gemacht hat, um irgendwie mit diesem Schwachsinn umzugehen. Weil das ist irgendwie, ich kann das nicht anders sagen, so eine erlernte Hilflosigkeit. Wenn man Witze über sowas reißt, die aber irgendwie dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden können. Ich kann es nicht anders beschreiben mehr mittlerweile. Naja, jetzt gehe ich mal zu den ersten Gehversuchen. Also das ist so die Ähnlichkeit. Aufgrund vom Aussehen gibt es Vorurteile. Aber nur weil man selber Vorurteilen ausgesetzt ist, bedeutet das nicht, dass man selber Vorurteile haben kann. Und dazu möchte ich dann jetzt hier kommen. Das kann man sich hier durchlesen, was die Onkels hierzu geschrieben haben. Hier erste Gehversuche vor der Kamera und im Fernsehen und live aus dem Alabama wird zum Debakel und rufschädigend. Und da möchte ich jetzt mal genauer drauf eingehen, bevor ich auf die anderen Sachen komme. Kevin, ihr habt ihn eben gesehen, der Sänger der Bösen Onkels, ist 21 Jahre alt. Wie ihr unschwer an den Armen erkennen könnt, er arbeitet zurzeit in einem Tätowierstudio. Gelernt hast du? Ich habe gar nichts gelernt. Okay, du hast dafür sehr viele Jobs gemacht, als bei der Müllabfuhr, als Packer, bei der Lufthansa und so weiter. 21. Last not least, Irini. Irini ist 22 Jahre alt, Griechin und holt derzeit ihr Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach. Ihr habt gerade gesungen, Deutschland vorne, denn darauf bist du stolz. Kevin, an dich die Frage, in Deutschland ist jeder Siebte ein Ausländer. Bist du auch stolz darauf, dass die Deutschen es geschafft haben, so viele Millionen Menschen ein Zuhause zu geben und Arbeit? Also das ist mal eine ganz schwere Frage zuerst. So muss das sein. Natürlich finde ich das schon mal sehr gut, dass viele Arbeitsplätze auch geschaffen wurden. Auch durch die Hilfe Ausländer, ja. Aber die Probleme, die wir zum Beispiel mit Ausländern haben, mit Jugendbanden und so weiter, da kommt es zu öfters zu schweren Schlägereien und so weiter. Mit denen müssen wir uns schließlich aussetzen. Und die Probleme, die werden von den meisten Leuten gar nicht anerkannt, ja. Die werden einfach abgeschoben und im Prinzip stehen wir alleine mit da, ne. Womit, Kevin? Ah ja, wie gesagt, mit Schlägereien, dass sich Banden zusammentun. Da gibt es mehrere Ausländer, die sich in Banden schließen und Leute anpöbeln, angrätschen, zusammenhauen und so weiter. Warum, weiß ich auch nicht, aber der Hass, der stößt immer auf Gegengewalt, ist meine Meinung. Und ihr seid. Der Hass stößt immer auf Gegengewalt, ist meine Meinung. Und aufgrund vom Aussehen nimmt man schon generell an, weil man das gelernt hat durch die Presse, dass Menschen mit Glatzen Nazis sind. Aber die waren ja auch Punks zu der Zeit, wo es die Schlägereien gab, ne? Auch schon zur Punkzeit. Und ja, die wurden halt als Bedrohung wahrgenommen. Dann gab es da die Popper-Szene. Und die haben sich dann geprügelt, also, ne? Auf die Schnauze gehauen. Das war schon ziemlich gewalttätig. Was auch hier thematisiert wird in Danke für nichts. Danke für nichts, ne? In dem Buch, in der Biografie. Und was ich selber von mir aus sagen kann, ist, dass das natürlich eine subjektive Wahrnehmung ist, die ich teilweise teilen kann, weil die ersten Gehversuche bei mir auf der Schule, wenn ich das mal so sage, bei der Einschulung, erste Klasse, da war das Erste, was ich gelernt habe auf dem Schulhof, pass auf, die Viertklässler, die schlagen die Neuen, die jagen die Neuen. Und ich bin über den Schulhof gelaufen. Ich bin so sehr über den Schulhof gelaufen, dass ich einmal vor so einem, nicht aufgepasst habe richtig, ich dachte, ich kann meine Verfolger abhängen,
Da bin ich vor einem Holzpfahl gelaufen und war bewusstlos. Da bin ich aufgewacht. Überall standen die Kinder um mich herum. Das ist eine Erfahrung, die sogar zu einer zu Flashbacks geführt hat. Ich habe gedacht, dieses Erlebnis mehrfach erlebt zu haben. Das war aber nur einmal. Das waren Flashbacks. Ich war traumatisiert davon, vom Schulhof, von der Schulhofgewalt, der man sich nicht entziehen konnte. Und einmal war ich auf dem Schulhof gewesen zum Spielen. Da wurde ich in so einer Streusandsalzbox reingetan, wo man ein Schloss vortun kann. Das wurde aber nicht abgeschlossen, zum Glück. Aber trotzdem, das war offen. Ich wurde da reingetan wegen deutschen Hass. Weil ich ein Deutscher war, wurde ich da einfach reingeschmissen. Später, also dann bin ich da drin geblieben. Da hat mein Vater mich am Ende rausgeholt, weil er sich Sorgen machte. Der hat mich dann abgeholt vom Schulhof, weil ich nicht früh genug zu Hause war. Und später, viele Jahre später, habe ich dann von dem Cousin, der mich da reingesteckt hat, die kleine die Verwandte gesehen. Und das war dann im Bus gewesen, wo ich dann nach Hause fahren wollte von der Gesamtschule. Im Winter, im richtig kalten Winter. Und dann hat die gesehen, dass ich hinten einsteigen wollte. Der Bus war schon proppenvoll. Und dann, batz, hat sie mir auf die Ohren geschlagen. Mit so einem, weiß ich nicht, Karate-Move oder sowas. Ich bin rückwärts aus dem Bus gefallen, lag im Schnee auf dem Boden. Und meine Ohren, die haben nur geschmerzt. Die haben richtig übel geschmerzt. Der Busfahrer macht die Tür zu und ich bin da weiter im Winter am Stehen. Das ist meine Erfahrung mit deutschen Hass. Aber nicht nur. Ich habe eben auch viel flüchten müssen vor Bio-Deutschen. Selbst viel Gewalt mit Bio-Deutschen hat das gegeben. Das war also irgendwo ausgewogen, bei mir zumindest in der Geschichte. Aber wenn da jetzt so gänzlich immer so Banden sind, da kann man vielleicht über Banden denken. Das hat weniger mit der Herkunft zu tun, sondern mehr damit, dass vielleicht so ein Anführer von so einer Bande so ein Psychopath sein kann oder weiß ich nicht, oder ein Narzisst, der seine Leute um sich schart und denen irgendwelche Sachen sagt, die dann ausführen. So tue ich das mehr interpretieren mittlerweile. Aber nun gut. Ihr seid die Einzigen, die sich dem stellen. Ja, ich stelle mich dazu, natürlich. Stefan, ich meine, so vom Aussehen würde ich sagen, der Kevin sieht nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ich meine, denken denn viele Deutsche so wie ihr? Zu wenig, glaube ich, manchmal. Also ich würde zu der ganzen Sache sagen, also die Ausländerprobleme kommen dadurch, die auch ganze Ausländerfeindlichkeit überhaupt, weil es einfach zu viele Ausländer gibt. Ja? Also hier in Deutschland, sagen wir es mal so. Wenn da mal ein vernünftiger Schlussstrich gemacht werden würde, und versucht langsam die Sache abzubauen in erträglichem Maße, dann gibt es auch keine Ausländerfeindlichkeit. Und die Rufe nach, also von Faschisten oder Neonazis, die finde ich einfach übertrieben. Die sind ein bisschen Panikmache, genauso wie jetzt so Bildzeitungsüberschriften über AIDS oder was ich weiß. Würdet ihr euch... Naja, das würde ich aber nicht so unterstreichen wollen. Und er hat ja auch seine Meinung mittlerweile geändert. Das würde ich absolut nicht so unterstreichen, dass es zu viele davon gibt, weil die Menschheit ist eben immer schon im Wandel gewesen. Es gab drei große Einwanderungswellen in den letzten Tausenden von Jahren. Ich glaube, vor 15.000 Jahren, wo die Eisgletscher da geschmolzen sind mit der Eiszeit, da hat das irgendwie auch angefangen. Und dann kamen die auch aus dem Mittleren Osten hierher. Also wir haben diese Genetik schon in uns. 99,99% oder so sind wir alle ähnlich. Gleich. Es ist also sehr, 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 sehr wenig prozentual gesehen, was überhaupt die Hautfarbe ausmacht. Es ist halt, wenn dann der Kulturkreis, der einen geprägt hat, wo man aufgewachsen ist, die Umwelt. Und darauf kommt es doch an, dass man Gemeinsamkeiten findet durch Erfahrungen und so Vorurteile abbauen kann. Ich als ganz normale Bürger bezeichnen. Ja, glaube ganz normal vielleicht nicht, aber schon, ja. Irene, wie ist deine Erfahrung? Denken ganz normale die ganz normalen Bürger. Deutschen Bürger, so wie Kevin und Stefan? Ja, also ich würde sagen, dass es schon sehr viele Jugendliche meiner Meinung nach gibt, die ausländerfeindliche Einstellungen haben. Also leider, muss ich sagen. Ja, und wie können diese Einstellungen hervorgerufen werden? Durch kognitive Verzerrungen? Wenn man mit Gewalt zu tun hat? Wenn man Schiss hat, morgens aus dem Haus zu gehen?
Und dann zur Schule, weil man wieder irgendwo eine Prügelei reinkommen kann. Und halt deswegen sich sagt, nein, ich gehe lieber nicht dahin. Ich schwänze, ich hab krank und so. Ne? Ich bin krank, ich habe Bauchschmerzen. Das macht psychomatisch was mit ein. Und dann kann man sich vielleicht in so einen Hass reinsteigern. Efkan, wie sind deine Ja. Erfahrungen? Sie Du wollen jobbst nicht. als Taxifahrer auch noch dazu. Ja, Verlierst den klar. Frühling. Also ich glaube, ihr seid nicht dazu bereit, überhaupt mit Ausländern zu leben. Das ist meine Einstellung. Ihr wollt nicht mit Ausländern leben. Das ist. Da wäre ich vorsichtig. Das ist auch ein krasses Vorurteil, was er da schon hat, so eine vorgeprägte Meinung. Ist nicht offen genug. Kann, weil sonst wären sie nicht hier. Nee, nee, Das ich habe muss ich meine auch Erfahrung mit sagen. Skins, das weiß ich schon. Ja, ich habe meine Erfahrung mit Ausländern, das ist totaler Quatsch, ja, also. Ich habe meine Erfahrung mit Ausländern, ich habe meine Erfahrung mit Skins. Alles ist subjektive Wahrnehmung, aber trotzdem wird alles verallgemeinert. Und so sind die Fronten verhärtet worden. Und dann kommen dann noch die ganzen Medienberichte dazu, alles Nazi, Nazi, Nazi. Und das hat dann noch mehr diese Fronten verhärtet und so konnte keiner sich aus der Skinhead-Szene richtig positionieren gegen das Rechte. Das war nicht medienwirksam. Das muss so eine Strahlkraft haben. Und so ist die Strahlkraft verpufft. Und ist in eine andere Richtung sozusagen gewandert, die negativ war. Aber ich meine, fühlst du dich angesprochen, Efkan, wenn du sagst, Medien haben die Aufgabe der Prävention, sage ich mal so. wenn der Kevin vorhin sagt, also die schlagen sich, die rotten sich in Banden zusammen und Ja, das ja. auch. Ich meine, bist du auch ein Schläger? Nein, ich nicht. Ich habe mich immer gegen Schlägereien gewendet, aber ja. Me too. Me too. Ja, sag doch ruhig. Halt ihn doch mal die Angel Ich habe ein paar Jahre in Frankfurt gewohnt, ja, und ich weiß ganz genau, was da Ach. mit Street Gangs und den ganzen scheiß grünen Jacken, ja. Und wenn man einmal in der Hauptwache rumläuft, da sieht man gleich, dass einem mit scheiß irgendwelchen Stilettmessern da entgegenkommt und das ist dermaßen asozial, dass man Angst haben muss, da durchzulaufen, ja. Und als Deutsche, ich habe es erlebt, wie auf der Zeile einer deutschen Frau das Portemonnaie geklaut wurde und die ganzen scheiß Spießer, die standen da Spalier für den Dieb, ja. Und das sind die Zustände, wie sie in Frankfurt sind. Ja, das sind mindestens 30 Banden, die sich gegenseitig bekriegen. Aber wenn es darum geht, eher anständige Leute, Leute, die ja anständig Geld zu verdienen, wenn es darum geht, die zu beklauen, sind sie sich alle einig. Ja? Glaubst du, dass es das Deutsche nicht machen? Ich weiß, ob Deutsche machen. Ich weiß, ob Deutsche machen. Ich weiß nicht, ob es Deutsche machen, aber ich weiß, dass ich einmal einen Fall gesehen habe, wo es ein Ausländer gemacht hat. Und deswegen schließe ich darauf, dass alle schlecht sind. Wow, wie intelligent das doch ist, diese Schlussfolgerung. Eieiei, eher emotionalisiert. Und in der Gruppe, ne? Weil da kommt gleich noch was, in was für einer Gruppe er sich befindet. Das ist also nicht verwunderlich. Aber ich habe erlebt, dass Ausländer waren. Überleg dir mal, wenn Ausländer nach Ja, Deutschland weißt du, kommen, wieso die das machen? weil sie keine Ausbildung haben, weil sie herkommen ohne Die haben auch Ausbildung. keine Ausbildung. Gut, stell dir vor, bei Eschborn, wo ich gewohnt habe, da waren Asylantenlager. Die Leute sind dahergekommen, die haben keine Ausbildung gehabt. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die bekommen vielleicht 70 Mark Asylantengeld im Monat. Aber am Hauptbahnhof stehen sie rum mit dicken Rolex-Uhren, tauschen ihre Haschpaketchen aus, pöbeln deutsche Frauen an. Ja? Natürlich, ist doch Uiuiui. wahr. Natürlich, Mann. Also, das ist deine Meinung. Das Da ist gibt meine es noch Meinung. zwei Wortmeldungen. Ja, das ist seine Meinung. Und die muss nicht auf Fakten begründet sein. Weil das ist schon ziemlich ein ziemliches vorurteilbehaftetes Weltbild, was da transportiert wird. Auch wenn es natürlich so sein kann, dass da mal welche rumlaufen und irgendwelche Drogengeschäfte machen am Bahnhof, ne? Ist ja hier nicht unbedingt anders. Aber trotzdem, das kann man nicht so machen, alle in einen Topf zu werfen. Und dazu komme ich gleich auch noch. Und die wollen wir da anschließen dran. Das sind die ganz typischen Vorurteile, die man immer hört von normalerweise Rechtsradikalen oder so. Das ist ja jetzt voll globalisiert, das klingt gerade so, als wenn alle Ausländer so wären. Das ist vielleicht ein ganz kleiner Teil und an denen hängt ihr eure Argumente auf, dass ihr eure Ausländerfeindlichkeit aufbaut. Dann wollen wir ganz direkt fragen, bist du ein Rechtsradikaler? Du mögst der Wiking-Jugend und ich gehöre zur Kühn-Truppe, weil ich zu Michael Kühn stehe. Ganz einfach. Okay, dann wissen wir, bis wir das zuordnen können. Eieieiei. Da gab es noch eine Wortmeldung.
Ich meine, es gibt von den Deutschen genauso viele Gangs und so weiter. Die gab es auch schon vorher, bevor der große Ausländerboom hierher kam. Das weiß ich nicht, aber ich kenne da ein Wort, das in dem Buch von Sabine Bode vorkommt. Ich glaube Kriegsenkel. Aber mir fällt das Wort gerade nicht ein. Das hat auch irgendwie zu tun, dass man Schläger ist, so Halbstarke halt irgendwie. Aber ich komme gerade auf das Wort nicht. Egal. Gab es von den Deutschen und genauso viel. Diese. Ich weiß nur jetzt gerade, wo ich mich erinnere, dass Tommy Krapfeis beim Ferngespräch erwähnt hat, dass sein Vater wohl damals auch in so Schlägereien drin verwickelt war und das wohl auch mit Holzbrettern und sowas, ne? Also es also damals bei den Kriegskindern richtig übel zur Sache gegangen ist, ne? Das sollte man nicht vergessen. Und daran liegt das doch vielleicht, dass man diesen Vergleich nicht ziehen kann, weil geschwiegen worden ist über die Vergangenheit. Die Kriegskinder haben gelernt zu schweigen. Der Krieg, der hat euch nichts getan, haben die Eltern gesagt. Guck weiter nach vorne, vergesst das. Und so haben sich Probleme angehäuft, die dann mit dem eigenen Schatten nach außen projiziert worden sind. So sehe ich das. Aber mal schauen, was jetzt hier kommt. Kann ich auch mal was sagen? Ja. Also ich bin der Meinung, mit den Jugendgangs, damit kann ich dir nicht ganz recht geben. Es gab schon immer Jugendgangs und Rocker und alles Mögliche, ja. Aber diese speziellen... Und Rocker und alles Mögliche, ne? Mit Prostitution, mit Waffenhandel, mit Drogenhandel, mit Gewalt, mit Multikriminalität. Dazu kann ja Philipp Schlaffer einiges sagen, wenn man mal seinen YouTube-Kanal raussucht, ne? Ex-rechte Rocker-Milieu, ne? Oder wie das da heißt. Der King unter den Kongs. Das ist auch schon so eine Lebensgeschichte, da kann man draus lernen. Da kann man draus lernen, nicht die gleichen Fehler zu machen, falls man in so einer Situation irgendwie reingeraten sollte. Wie auch immer. Die Jugendgangs, von der ich jetzt geredet habe, die haben sich in den letzten Jahren so stark, die sind so stark angestiegen, das sind wirklich, also in Frankfurt zähle ich mindestens 10, 12 Banden, die innerhalb vom letzten und vorletzten Jahr, die sich einfach so gebildet haben. Und das muss doch von irgendwoher, muss das doch kommen. Also... Ja, also soll ich dir sagen, die kommen aus wahnsinnig asozialen Verhältnissen und die werden eben gerade von unserer Gesellschaft total unterdrückt. Ich weiß nicht, ob ich wahnsinnig asoziale Verhältnisse sagen würde, weil mir stößt da immer noch auf, negativ, dass ich hier ein Buch habe aus der Schule, Gesellschaftslehre, und da heißt es in der westlichen Zivilisation, westlichen Welt, da gelten Großfamilien allein schon als asozial. Aber in Afrika, da unterstützen die Großfamilien die Familien und sichern das Überleben. Es geht in der Gruppe immer ums Überleben. Das ist das Wichtige. Und das kann im Negativen genauso wie im Positiven umgesetzt werden, das Überleben. Und wenn das hier dann als negativ gilt, eine Großfamilie zu haben, Die Generation, von der ich abstamme, sozusagen, also meine Vorfahren, die Kriegskinder, die haben eine Großfamilie gegründet mit den Kriegsenkeln. Als Deutsche. Und? Naja. Trotzdem, das können natürlich Verhältnisse sein, wo es schwer ist, nach oben zu kommen. Oder überhaupt irgendwo hinzukommen. Was vielleicht doch an dem Schulsystem liegen kann, wo das nicht richtig beigebracht werden kann oder so, keine Ahnung. Weil ich habe selber Probleme gehabt als Deutscher in dem Schulsystem. Als traumatisierter Schüler habe ich Probleme gehabt. Und das ist keinem auch richtig aufgefallen. Dann hatte ich selber viel Arbeit zu tun, aber egal. Ich mache mal jetzt hier weiter, bevor ich hier weiter quatsche. Bitte laut und ins Mikro, bitte. Ich möchte gerne wissen, aus was für Verhältnissen du kommst. Ich? Ja? Ich komme aus ganz normalen Verhältnissen. Stellst du das so dar? Wie bitte? Stellst du das so dar? Ja, klar. Und was verstehst du unter ganz normalen Verhältnissen, wenn du asozial sagst? Wenn ich asozial sage? Wie bitte? Ja, ist doch so. Asozial. Asozial heißt für mich, wenn jemand das Verhältnis stammt, wo mit 2 Jahren mit Alkohol, dass sich die Pumpe vollhaut, ja? Wenn er von Türken jeden Tag mit Hasch vollpumpt, das ist für mich... Also, wenn in den Familien es zu Alkoholismus kommt. Ich glaube, mein Freund, wenn du älter geworden bist, dann solltest du dir mal die Sachen ansehen, wie zum Beispiel den Film Die kleinen Germanen, wo die Eltern
dieser so stolzen Deutschen, Germanen sozusagen, mit Liebesentzug die Kinder erziehen. Das ist asozial. Ich bin asozial, wenn man das genau weiß. Und natürlich kannst du auch zu Drogenkonsum kommen oder auch zu Alkoholismus. Ne? Ist ja alles eine Abhängigkeit. Und wenn es diese Abhängigkeit gibt, dann kann es auch zu Gewalt gegenüber Kindern kommen. Und die Erziehung bei den Nazis, die war immer schon kalt. Die war immer schon scheiße kalt. Wenn man sich Johanna Haare anguckt, mit ihren Erziehungsratgebern, die auch noch im Westen noch weiter nach der Nazi-Zeit verbreitet wurden, nur halt ohne nationalsozialistische Ideologie. Aber trotzdem, eine Lungenfachärztin schreibt ein Buch über die Kindererziehung und die Leute, die erziehen ihre Kinder ohne Mutter-Kind-Bindung? Also wirklich, dann kann man sich antisoziale Menschen heranziehen, wenn das mit entsprechenden weiteren Faktoren einhergeht. Und das finde ich krass. Aber natürlich, es gibt Verhältnisse, die schlimm sind. Darüber muss man auch reden, um die auch ändern zu können. Aber hier mit Hasch gleich, ich glaube, das Thema war, ich habe es jetzt nicht richtig verstanden, aber ich meine, der hat gesagt, dass junge Leute, dass irgendwelche Drogendealer Kindern Haschpakete geben. Okay, das ist auf jeden Fall scheiße. Das ist nicht gut. Aber trotzdem, darauf gleich auf alle zu schließen, das finde ich mega scheiße. Es kann auch deutsche Drogendealer geben, die irgendwelchen Kindern, weiß ich nicht, sogar Crystal Meth geben oder was weiß ich, was es da für Drogen gibt, die oder Badesalze, die legal sind. Legal. Aber trotzdem großen Schaden anrichten in der Psyche. Da kann man endlos Beispiele bringen, aber ich möchte hier kein Dingens machen. Ach, wie heißt das jetzt? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich werde es unten verlinken. Ich habe es gerade nicht nur parat. Also ich würde ganz gerne mal dazu was sagen. Ja. Und dann haben wir dazu auch einen aus dem von den Fernsehzuschauern eine Frage. Also bitte du noch und dann Jacqueline. Also wir als Gruppe, wir distanzieren uns total von irgendwelchen rechtsextremen Parteien. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Und wir waren noch nie... Die haben dein T-Shirt, Stefan. Böse Onkels. Ja, ich weiß. Das sind deine Fans. Ich meine vielleicht... Gut, es gibt auch eine ganze Menge Gruppen, die auch Fans haben, die sie vielleicht nicht haben. Ich will nicht sagen, dass ich nicht habe, weil ich finde jeden toll, der meine Musik hört, egal aus welchen Motiven. Egal aus welchen Motiven, ja, da kann man drüber streiten. Aber wenn er toll findet, dass er auch zu dem Zeitpunkt damals rechte Leute als Fans hatte, da kann man vielleicht darauf hinausgehen, dass er daher auch die Texte so formuliert hat, dass die auch daraus lernen können, um sich zu ändern, für ein Umdenken. In diese Richtung denke ich, dass das so gelaufen ist. Weil man kann ja den Menschen nur vor den Kopf gucken und nicht wirklich hinein. Aber das, was ich selber für mich recherchiert habe in den letzten, ja, gut 20 Jahren, das tut für mich dieses Bild erzeugen, immer und immer wieder. Und ich kann es versuchen, kritisch zu überprüfen. Ups, Schluck auf. Aber trotzdem. Ich finde gut, dass er Abstand genommen hat. Und gesehen hat, wie gefährlich das ganze rechte Zeug ist. Ne? Weil das war ja in den 80er Jahren gewesen, das Interview. Und dann gab es in den 90er Jahren die Anschläge. Ne? Die dann zu dem Lied Deutschland im Herbst geführt haben. Aber nun mal weiter. Ich bin der Meinung, also... Dass, wer das Frankfurter Bahnhofsviertel kennt, das ist ein ganz spezieller Fall. Ja. Im Frankfurter Bahnhofsviertel, da leben statistisch gesehen von 6 Leuten sind 5 Ausländer. Und das ist wohl also ein extremer Fall, ja, sagen wir es mal so. Es gibt auch in Frankfurt schönere Viertel, wo man auch friedlich durchgehen kann. Und natürlich sind auch viele Deutsche gewalttätig und tun auch alten Frauen die Handtaschen klauen oder was weiß ich was. Nur. Da muss ich kurz einhaken. Also, mir liegen vom Jugendamt Sachen vor. Und da wird kurz auf der ersten Ehe von meinem Vater eingegangen. In den 60er Jahren. 60er Jahre. 1960 irgendwann. Und da war er schon im Jugendamt bekannt. Die Frau ist vor ihm wohl auch geflüchtet, genauso wie meine Mutter später auch. Wegen der Gewalt.
Es gab da auch Alkoholismus. Ne? Er war alkoholkrank, kann ich mal so sagen. Die hat auch viel mit Alkohol gemacht. So wie ich das weiß, vom Hören und Reden. Ich habe mit ihr noch nicht selbst geredet, aber trotzdem. Und in dem Bericht steht drin, dass die Kinder zu verwahrlosen drohten. Die zwei Kinder, die deutschen Kinder. Und dann halt, also weil der Vater immer arbeiten war. Und die Mutter, die war irgendwie nicht da, weil weiß ich nicht warum. Und dann irgendwie haben sie die dann in die Heime gesteckt. Und im Heim kam dann einer von den beiden Halbbrüdern von mir. Der kam dann, der Jüngere davon, vom Vater aus gesehen, also väterlicherseits, der kam dann in einem Heim für schwer erziehbare Kinder. In Dorla, im Sauerland. Martinswerk. Und im April 2012, im 2001, kurz vor 9/11, ist mein Vater gestorben. Ich habe mehr wegen 9/11 getrauert als wegen ihm, aufgrund der schlechten Erfahrungen. Der Halbbruder hat gesagt, du meldest dich bei mir, was ich scheiße fand. Weil er war der große Bruder, er hatte Verantwortung zu übernehmen, aus meiner Sicht. Also habe ich mich nicht gemeldet. 2012 im April haben wir uns dann trotzdem das erste Mal getroffen, nach so langer Zeit. Und da war mir ganz komisch geworden. Er war für mich ein ganz anderer Mensch, als aus meinen kindlichen Erinnerungen. Früher war der lustig gewesen und so. Und hat Musik gemacht, hat Elvis gut nachgemacht. Aber dann war er auf einmal stolz, in so einem schwer erziehbaren Heim gewesen zu sein, weil das hat ihm, wie im Knast, eine Hierarchie gegeben, wo er als Starker die Schwachen unterdrücken konnte. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich viel mit diesen Kriegskindern zu tun, also mit der Zeit, mit den Gesetzen damals auch. Mit den Kriegsenkeln meine ich jetzt, weil er war ja ein Kriegsenkel. Genauso wie ich ein halber Kriegsenkel bin. Und kurzum weiß ich, dass er auf jeden Fall mal eine Handtasche oder so oder irgendwas geklaut hat. Und das auch als Deutscher. Muss man sich mal überlegen. Und deswegen kam er, glaube ich, ins Heim für schwer Erziehbare. Ich weiß es nicht genau, das ist, was ich weiß, vom Erzählungen her. Auf jeden Fall war er auch stolz gewesen, mehreren Menschen den Arm gebrochen zu haben, im Heim. Er sagt, das hat ihm geholfen. Naja, wie auch immer. Das ist gar nicht das eigentliche Problem jetzt, die Ausländerverbrechen. Ja? Und das Problem ist das Zusammenleben mit den Ausländern. Das ist das eigentliche Problem, von der Kultur her gesehen. Und von der, also ich weiß nicht, man kann mit denen irgendwie unheimlich schlecht auskommen. Die passen sich einfach nicht an. Ich meine, ich bin auch relativ unangepasst, muss ich auch sagen. Aber sag mal, wenn ich in Urlaub fahre, dann versuche ich mich einigermaßen den Verhältnissen, wie sie da sind, anzupassen. Ja? Und ich mache da nicht. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Akzeptieren die uns? Ja, die. Der tut aber auch übergeneralisieren zu der Zeit. Also von ein paar Sachen, die er kennt, sofort auf alles zu schließen. Und dazu möchte ich jetzt was sagen. Jetzt mache ich das. Jetzt habe ich die Zeit dazu. Jetzt passt das. Ich habe hier das Buch von Tanja Kamburi, Deutschland im Blaulicht, Notruf einer Polizistin. Ne? Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Streitthema Integration heißt es hier, wo die Probleme wirklich eskalieren. Also, wie gesagt, es gab damals da Jugendgangs, mit denen es Probleme gab. Nur dann sind die Schlussfolgerungen, die daraus mit der Kommunikation entstanden sind, aufgrund von Emotionen falsch gewesen. Weil Emotionen, die haben das beeinflusst, was man Gedankenprozesse nennt. Und mit dieser verengten Sicht hat man dann quasi seine Wut einfach an etwas rausgelassen. An etwas, was viel zu einfach gewesen ist. Um diesen Frust und sowas und so weiter loszuwerden. Und diese angestaute Wut. Darauf, dass man ständig angemacht wird, nur weil man anders aussieht. Und das hat der Stefan Weidner auch später noch gesagt. Ich hoffe, man hört jetzt den Lärm draußen nicht. Da wird gerade der Rasen wieder noch gemäht. Aber das hat der Stefan da auch
in der Sendung gegen den Hass gesagt, dass man sich damals der Gewalt gar nicht entziehen konnte. Entweder ist man so lange geflüchtet, wie man es konnte, oder man wurde dann halt irgendwann trotzdem Opfer der Gewalt und hat dann gelernt, zurückzuschlagen. Und wenn man dann ein Hochgefühl hat, hat man mehrfach zurückgeschlagen oder auch mal selbst die Gewalt gesucht. Und ich glaube, das ist mehr so ein Problem. Und das fängt ja schon im Kindergarten an. Das fängt schon im Kindergarten an, dass die Leute sich kloppen. Da ist mir die Hautfarbe egal. Oder wo irgendjemand herkommt aus irgendeinem Kulturkreis. Das fängt für mich schon im Kindergarten an. Ich habe gelernt, da den Mittelfinger zu zeigen. Und den hat mir mein Vater beigebracht. Und er war erbost darüber, dass ich ihn dem zeige. Also, wir kopieren doch nur. Wir kopieren das Verhalten von anderen Menschen, von denen wir denken, dass die das richtig machen. Oder nicht. Und das hat sich dann so hingezogen. Dann ist das so was Spielerisches gewesen anfangs. Ich zeig dir den Mittelfinger und du wirst sauer darüber. Das ist lustig. Du läufst mir hinterher. Aber dass das dann in Gewalt eskaliert, das ist natürlich was ganz anderes. Zum Beispiel ein Tritt in die Eier, ne? Also, wenn man diese Erfahrung hat, das ist ganz schön schmerzhaft. Das ist ganz schön schmerzhaft. Auf jeden Fall wollte ich das hier mal sagen, noch kurz. Da gab es dann die Jugendgangs. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht. Aber es gibt ja auch diese Clan-Kriminalität, ne? Die ist ja auch auf jeden Fall da und da wird ja auch die Polizei was gegen tun. Auch wenn die teilweise da auf verlorenen Posten sind und sich nicht in ein paar Regionen reintrauen, richtig alleine, ne? Das sieht man ja auch Silvester, wenn Rettungskräfte angegriffen werden mit Raketen und sowas. Das geht nicht. Das hat mit Respekt zu tun. Das ist eigentlich nur ein Thema von Respekt. Wen respektiere ich wie? Werde ich durch Gewalt respektiert, was falscher Respekt ist, oder dadurch, dass ich mich gut verhalte? Aber wie dem jetzt auch sei, ich möchte das jetzt mal vorlesen, was die Frau Tanja Kamburi geschrieben hat. Zitat: Die meisten hier lebenden Migranten sind hart arbeitende Menschen. Sie haben sich vorbildlich integriert, respektieren das Land und die Gesetze, Regeln und Normen, ohne dabei ihre Herkunft und Identität zu verleugnen. So sollte es auch sein. Jeder sollte zu seiner Herkunft stehen, egal aus welchem Land er kommt. Ja, Zitat Ende erstmal. Aber im Umkehrschluss kommen wir alle von überall her. Wir kommen alle von überall her. Wenn man die Genetik sozusagen durchforscht, ne, da kann man das ja sehen, dass wir Menschen, zum Beispiel in Europa, wir sind nicht vom Himmel gefallen. Wir sind nicht hier einfach irgendwie, weiß ich nicht, aus Valhalla gekommen oder sowas. Wir sind nicht von Asgard runtergestiegen und hier auf der Erde gekommen, auf Midgard, wie man das jetzt so sagen könnte. Ne? Es gab ja die drei großen Einwanderungswellen in Europa. Und das Aussehen, das ist nur sehr, 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 sehr wenig von dem, was uns unterscheidet. Das meiste ist, wie gesagt, vom Inneren her gleich. Es sind halt nur die Sachen, die man lernt, auf die es ankommt, auf das menschliche Verhalten. Und da ist egal, von wo man kommt, wir kommen alle von überall her. Es gibt nichts Lupenreines. Sage ich das mal so. Aber jetzt mal hier weiter. Also kurz gesagt, die Menschheit ist eine große Familie. Das kann man sagen. Und diese Familie, die streitet sich oft. Und da gibt es auch Mord und da gibt es Totschlag und da gibt es alle möglichen Sachen, die es auch in anderen deutschen Familien geben kann. Aber das ist ja auch genau, das sage ich mal jetzt, das kommt später noch. Das ist ja auch noch was, was heißt das kommt später? Egal. Das ist ja, wie gesagt, auch etwas, was ich auch schon gemerkt habe. Deswegen hat sich jemand aus der Facebook-Liste bei mir gelöscht. Dazu komme ich gleich trotzdem noch. Wegen den Rapefugees. Ne? Da versucht man auch mal die andere Seite zu zeigen, die Gegenseite. Ohne jetzt
das andere auszuschließen zu wollen, erstmal. Also erstmal, bevor man das Thema richtig auseinandernimmt. Und dann sagt man, okay, aber in deutschen Familien, da gibt es häusliche Gewalt. Und die fällt unterm Tisch. Es gibt viele Kinder, die sexuelle Gewalt erleben. Heutzutage noch. Häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt. Das sind alles Sachen, die auch uns in Deutschland betreffen. Wo die Täter ihr Umfeld kultivieren. Wo es der nette Mann ist. Der nette Onkel, der solche bösen Sachen im Schilde führt, die man dem nie zutrauen würde. Und als ich das so in einer Art und Weise auf Facebook geschrieben habe, da war ich verwundert, dass eine Person, von der ich das nicht geglaubt habe, so zu sein, auf einmal so reagierte und sagte, ich wünsche, dass du vergewaltigt wirst. Mir wurde eine Vergewaltigung durch Rapefugees an den Hals gewünscht. Das muss man sich mal vorstellen, was da für ein Hass ist. Nur weil ich gesagt habe, ich habe häusliche Gewalt erlebt, mehrfach. Ich habe das überlebt. Und es gibt mehr Menschen, die diese Sache überleben und durchstehen, aber die wollen gar nicht von der rechten Blase gesehen werden, weil das an deren Weltbild kratzt. Weil das Schweigen, das ist schon so lange, das ist schon so alt, dieses Schweigen, das hat mit der ganzen Vergangenheit zu tun. Dazu mache ich mal ein extra Video zum Schweigen alleine. Und das ist halt der Punkt. Das wollte nicht gesehen werden. Stattdessen reagiert man mit Hass, wenn man dagegen nicht ankommt. Das ist eine Kurzschlussreaktion. Aber jetzt egal. Das habe ich schon genug was dazu gesagt. Sie schreibt hier noch weiter, ich bin stolz, eine Griechin zu sein. Ich liebe meine Herkunft. Ja, da kann man ja auch die Herkunft lieben. Aber man sollte die ganze Welt lieben. Ne? Soweit es geht. Aber genauso liebe ich es, wie die meisten Migranten auch, ein Teil von Deutschland zu sein. Beides gehört zu mir. Und ich bin stolz darauf, im Universum überhaupt existieren zu können. Oder ich liebe es, besser gesagt. Weil wenn man sich das mal anguckt, damit hängt das doch alles zusammen. Anstatt immer nur auf den Boden zu gucken, auf dem Land, wo man herkommt. Wenn man sich das mal richtig ansieht, mit dem ganzen Universum, das ist ja richtig beeindruckend. Mit der Existenz vom Leben überhaupt, dass wir existieren und wir schlagen uns die Köpfe ein wegen ein Stück Land? Naja, gelungene Integration, schreibt sie, bleibt meist unauffällig. Und das ist hier der springende Punkt. Gelungene Integration bleibt meist unauffällig. Also die meisten nicht integrierbaren Menschen, die vielleicht Serienstraftäter sind, also Intensivstraftäter, die immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten aufgrund ihrer Charaktermängel, aufgrund ihrer vielleicht Persönlichkeitsstörungen, die gibt es ja überall, in jeder Nation. Ja, aufgrund dessen wird dann wegen ein paar Arschlöchern auf alle geschlossen, in diesen falschen Denkfehlern. Ne? Das sind Denkfehler. Da geht man von ein paar Beispielen aus und sagt, ja, da müssen alle so sein. Aber das ist nicht der Fall, weil eben übersehen wird, dass diejenigen, bei denen die Integration gelungen ist, nicht gesehen werden. Dass die halt ihr Leben leben, fertig. Und dann fallen die Arschlöcher auf. Und durch die Arschlöcher denkt man, die anderen sind genau solche Arschlöcher. Das ist wie wenn, ich vergleiche das oft so, das ist wie wenn man in der Schule ist, ein Arschloch macht irgendwie Scheiße, der Lehrer kommt rein, weiß nicht, wer es war, und dann müssen alle nachsitzen. Und dann denken sich alle, nur wegen diesem Arschloch müssen wir alle jetzt hier sitzen. Ne? Das ist doch scheiße. Anstatt nach draußen zu gehen, die Sonne zu genießen. Sie schreibt weiter, wenn alles, also Tanja Komburi schreibt weiter, wenn alles geschmeidig läuft, wenn es keine Pöbeleien und Anschläge, keine Schlagzeilen und Sondersendungen gibt, dann merkt ja auch keiner etwas davon. Ne? Ne? Und es gibt da jetzt auch genug rechtsextreme Scheiße hier mit Anschlägen und sowas, ne? Da sollte man sich auch mal an der eigenen Nase fassen. Ja, das hat viel mehr mit Psychologie zu tun. Da ist mir egal, ob jemand jetzt, weiß ich nicht, Mein Kampf gelesen hat oder den Koran. Das kommt mehr auf die innere Einstellung an. Auf das Gewissen. Ob man diese Grenzen überschreitet und radikalisiert ist. Da ist mir egal, was das für ein Buch ist, was da drin steht. Es kommt auf die Intention an, die man dadurch gewinnt. Da ist es mir, wie gesagt, Ideologie oder Religion, das kann alles dazu führen. Dass man sich als etwas, weiß ich nicht, als narzisstisch aufgewertet, etwas Besseres empfindet und dann sich denkt, so,
Jetzt räume ich hier aber mal auf. Das ist doch scheiße. Deswegen gibt es ja auch Nazis, Neonazis in Amerika von der Atomwaffendivision, die sich umbenannt haben in New Socialist Order. Und die haben halt auch schon Plakate verbreitet, Propaganda, die sich an ISIS anlehnt, die sogar Osama Bin Laden glorifiziert, eben weil die Gewalt anwenden, die Gewalt verbindet. Das ist eine Spirale. Die Rechten sind auf die Ausländer wütend, die Ausländer sind auf die, oder ich sag's mal anders, die Migranten sind auf die Rechten wütend, die Rechten sind auf die Migranten wütend und so ist das eine Spirale, die sich immer weiter hinzieht, bis es mal richtig zur Sache geht. Ne? Und das ist, was die schon lange vorhaben. Dass, also dieser weiße Geist sozusagen, der dahinter steht. Dass nämlich die Leute dazu gebracht werden, so sehr wütend zu werden, dass es zum Rassenkrieg kommt. Das kann man durch Amerika lernen, wenn man da mal hinguckt, was da so für Propaganda verbreitet worden ist. Wie mit den Turner Diaries und sowas. Was ja auch dem NSU Motive gegeben hat, ne? Und Pläne. Wie man da im Untergrund überhaupt überlebt. Und das wird eben auch nicht gesehen. Dass es im Untergrund Nazis geben kann, die zwar zurechtkommen, aber dann trotzdem Scheiße bauen. Beziehungsweise ist es ja aufgeflogen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Man kann die Sachen von mehreren Seiten betrachten. Nicht nur eine Seite. Weil das ist mir zu einseitig, wie gesagt. Und das führt zu Denkfehlschlüssen. Aber jetzt mal hier weiter im Text. Genau, was ich hier noch sagen kann. Also ich mag es nicht, wenn es Schlagzeilen gibt, Sondersendungen und über Anschläge. Und wenn dann der Täter immer im Vordergrund steht und die Opfer sind eigentlich eher im Hintergrund. Ne? Wenn da eine Bühne geboten wird für diese narzisstische Machtdemonstration. Wenn es Täter-PR gibt, das mag ich nicht. Und es gibt auf beiden Seiten sozusagen, meinetwegen, sind da Migranten, die Täter waren, dann sind da Nazis, die Täter waren, kann auch jemand anders sein. Und dann sind diese Täter im Vordergrund, alle regen sich auf, jetzt auch in Social Media. Ach, dieser scheiß Täter, das ist, weil der dieses und jenes hat, dann kommen die ganzen Fehlschlüsse zustande, die kognitiven Verzerrungen mit emotionalen Gelüsten gemischt, sage ich mal dazu. Und dann bleibt davon übrig als Destillat nur die Verallgemeinerung. Und deswegen mag ich Täter-PR überhaupt nicht. Weil das führt auch dazu, dass die Täter überhaupt ihre 5 Minuten Ruhm bekommen. Dass die vielleicht sogar sich von den Medien inspiriert fühlen oder dazu aufgerufen, ja, da hat da jemand was gemacht, jetzt kommt was Neues. Und dann wird das auch berichtet und dann haben wir auch unsere Propaganda. Da haben wir unsere kostenlose Werbung. Da muss man richtig aufpassen, wie man berichtet. Und ich bin auch, wie gesagt, kein Experte drüber, aber trotzdem. Das sind meine eigenen laienforscherischen Gedankengänge dazu. Gelungene Integration bleibt meist unauffällig. Wenn alles geschmeidig läuft, wenn es keine Pöbeleien und Anschläge, keine Schlagzeilen und Sondersendungen gibt, dann merkt ja auch keiner etwas davon. Und um es gleich am Anfang dieses Kapitels festzuhalten, wir haben in Deutschland keine Probleme mit der überwiegenden Mehrheit der Migranten. Die allermeisten sind ziemlich bis gut integriert. Da gibt es kaum Ärger, keine Schwierigkeiten, jedenfalls nicht mehr oder weniger als mit den Einheimischen. Selbst weniger optimistische Menschen müssten das mittlerweile gemerkt haben. Und dann schreibt sich auch noch was von Parallelgesellschaften und dass sie selber auch Vorurteile hatte. Diese Eindrücke könnten natürlich mein Gesamtbild verzerren und dazu führen, die gut integrierten Migranten, die aus denselben Ländern stammen, fälschlicherweise mit zu verurteilen. Ich bin mir dieser Gefahr bewusst, sehr bewusst, nicht zuletzt, weil ich Vorurteile schon oft genug am eigenen Leib erfahren habe. Und das, obwohl meine Familie ein klassisches Beispiel für die vielen, vielen Fälle gelungener Integration ist. Zitat Ende. Das sagt also Tanja Kombur und ich habe jetzt nämlich ein bisschen länger gemacht, als ich das machen wollte, aber passiert halt spontan. Und jetzt gehe ich hier mal weiter in dem Text voran, in dem Video. Wir akzeptieren euch. Schon mal gut. Ich sage ja auch, ich kenne auch wirklich eine Menge Ausländer, die ich auch ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, die wirklich ganz in Ordnung sind. Ich kann aber nicht immer nur sagen, der Ahmed und der Abdul sind in Ordnung und die nicht. Ja? Also ich verallgemeine da halt schneller, das ist ganz einfach.
Ja, aber wenn du da irgendwie verlangst, dass gegen die Ausländer vorgegangen wird, dann wird auch gegen die vorgegangen, die du okay findest. Und das wäre dann auch ich und der Efkan und die, die du gern magst. Wenn irgendwie ein Gesetzesbeschluss kommt, dann sind wir alle gleich und wir gehören zu denen, die du da verurteilst. Also ich sehe da schon Unterschiede. Da nützen deine Unterschiede nichts, wenn Gesetze gemacht werden. Auch im politischen Bereich, die Sache zu ermöglichen. Wir können erstens gar nicht alle Ausländer abschieben, allein schon wegen der Wirtschaft her. Aber es ist einfach zu viele. Ja, wie willst du das dann machen? Das würde mich mal interessieren. Ja, das müsste ich mir schon Sorge der Politiker, würde ich mal. Aber Stichwort demografischer Wandel, ne? Demografischer Wandel. Die kümmern sich überhaupt nicht darum. Das ist meine Meinung. Die kümmern sich schon auch darum. Also ich finde, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Ja, jetzt wenn wir mal... Wir werden weniger, älter und müssen alle länger arbeiten. Überlegst das ganze Problem, was ich vorhin angekadert habe, ja, dass wir damit konfrontiert werden, nicht die Leute, die in 500er Benz steigen und dann in ihre Villa fahren, die lernen das nicht kennen, die wissen nicht, was da los ist, die sehen es vielleicht aus Zeitungsprospekten, aus irgendwelchen Zeitungen, wo sie es lesen, aber die werden niemals angepöbelt, angemacht, weil die sowieso ihre komischen Bosse nebendran haben, die aufpassen, dass sie da nicht irgendwie angemacht werden, das davon sowieso schon mal abgesehen. Also die haben das noch nie bei eigenen Leuten mitgemacht, oder? Es gibt schlechte Erfahrungen, es gibt gute Erfahrungen, aber meiner Meinung nach, von irgendwoher kommt das doch. Von irgendwoher kommt das doch. Es gibt gute Erfahrungen, es gibt schlechte Erfahrungen. Aber man verallgemeinert trotzdem. Wie gesagt, das sind Fehlschlüsse, die daraus entstehen können. Und wenn man jetzt in den Medien sozusagen sich in einer Echokammer befindet und immer nur die schlechten Beispiele kennt, da wird wieder berichtet, da ist ein Messerstecher gewesen, da gab es eine Schießerei, weiß ich nicht, da wurde jemand auf die Fresse gehauen, da wurde jemand vom Zug geschubst oder sowas. Wenn man immer solche negativen Berichte sieht und keine richtigen guten Erfahrungen kennt, weil man die Kontakte nicht hat zu den Nicht-Integrierten, die man nicht sieht, zu den Integrierten, die man nicht sieht, Entschuldigung, dann kann man nur diese schlechten Fehlschlüsse haben, diese falschen Fehlschlüsse, dass alle so sind, dass man alle über einem Kamm schert, wenn man so einen persönlichen, wenn man das für sich persönlich macht, um es einzuordnen, um Vorurteile, weil ich kann sagen, dieser Frank Krämer, dieser Rechtsextremist, der auch Musik macht und ein scheiß Buch geschrieben hat über rechte Metapolitik, der hat ja auch gesagt, dass Vorurteile für ihn als Rechten, als Rasserealisten, schlimmes Wort, Rassefanatiker betrifft es eher, dass er halt Vorurteile hat, um sich zu schützen. Aufgrund schlechter Erfahrungen wahrscheinlich auch wieder. Das sind alles persönliche Sachen, die, glaube ich, aus der Kindheit herrühren. Wie die Leute dann geprägt worden sind und wie sie aufwachsen. Und wenn man jetzt in der Kindheit zum Beispiel aufgewachsen ist und gute Erfahrungen hat, Freunde gefunden hatte darunter, ne? Also Bio-Deutschen zu Migranten, die hermigriert sind oder die hier schon ein bisschen gelebt haben und dann hier Kinder in die Welt gesetzt haben, die nur Deutschland kennen, die quasi zwischen den Welten leben. Ja, dann hat man gute Erfahrungen und dann ist man weniger anfällig dafür, das alles schlecht zu sehen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand alles schlecht sieht, dann braucht es einfach gute Erfahrungen, um die schlechten Erfahrungen abzubauen. Oder nicht abzubauen komplett, aber um halt ein Gleichgewicht herzustellen. Das Gleichgewicht ist wichtig. Man darf nicht immer nur das... Vorurteile gehen in beide Richtungen. Man kann die Leute mit Vorurteilen sozusagen sagen, ja, ihr seid super, die Schwarzen, die sind alles tolle Schwimmer, weil das ist auch Rassismus. Das ist auch nicht gut. Und da kann man genauso sagen, ja, die sind alle schlecht. Weil die jetzt daherkommen, weil die weiß ich nicht. Die haben ja ihre Gene sind anders und daher, wir haben die besseren Gene. Das ist auch scheiße. Und da muss man klar differenzieren können. Da muss man richtig lange drüber nachdenken, wenn überhaupt, oder tiefergründig. Weil ich sag das jetzt hier auch mal kurz. Bei Einstein hätte er auch gesagt, in der Schule hat er nichts gelernt. Quasi. Die Schulbildung stand ihm im Weg. Und er selber war so, wie ich das gelernt habe durch Susan Cain in dem Buch Still, die Kraft der Introvertierten, hat er sich mehr mit Problemen auseinandergesetzt. Er hat sich länger Zeit dafür genommen, über die Probleme nachzudenken, anstatt sofort hier irgendwas zu sagen dazu. Ne? Das ist, was introvertierte Menschen mehr machen.
über die Probleme länger nachdenken, um dann eine Lösung zu finden. Aber diese Leute, die sind leider mehr die Leisen, die von den Lauten, die ja herumbrüllen mit ihrem komischen Verhalten, mit ihren komischen Thesen, die sie viel zu wenig drüber nachgedacht haben, halt das überschwappt das dann alles, das, was man da an guten Ideen haben kann. Und so wird sich nur auf das konzentriert, was so laut ist. Naja, ich mache hier mal weiter. Dieser Ausländerhass in Deutschland ist doch nicht von irgendwoher. Also da muss es irgendwelche Gründe für geben, oder? Ich habe da jetzt auch noch mal was zu sagen. Die Leute, die hier sind, ja, die kommen aus Anatolien. Und das sind die Leute, die da keine Arbeit kriegen. Die Türken selber sind sehr kultiviert. Das ist ein sehr feines Land. Da gibt es alles Mögliche, alle westlichen Gegebenheiten. Und wie sie sich benehmen, sind genauso wie hier. Da haben sie vollkommen recht. Aber die Leute, die hier sind, ne, das sind die Leute aus Anatolien. Das sind nicht irgendwelche von den Feinklassen. Die Leute aus Anatolien, Kevin. Das ist nicht gut gewesen, was da gesagt worden ist. Und das wird immer auch später in der Reflexion natürlich klar geworden sein. Die, man kann man nicht einfach sagen, man kann nicht sagen die. Weil das macht man nicht. Das passt einfach nicht. Man kann nicht sagen die, weil wenn man die sagt, dann gibt es kein Individuum. Dann gibt es nur diese breite Masse. Und es gibt immer Individuen oder Einzelne, die anders sind. Und es gibt viele von denen, die anders sind. Und vielleicht sind einfach nur ein paar schlechte Äpfel dabei. Und die anderen alle, die sind alles gut, sozusagen, von dem Verhalten her. Die tendieren also nicht zu unmoralischen Verhalten, sage ich das mal so, was dann so eine Strahlkraft hat. Weil das ist es doch, ein Arschloch macht irgendeinen Scheiß und das strahlt auf alle anderen ab. Das habe ich doch selbst erlebt. Das habe ich doch selbst jahrelang erlebt, mit den Vorurteilen. Niemand ist von Vorurteilen befreit. Da muss man sich erstmal drüber klar sein, was Vorurteile anrichten können und wie leicht wir Vorurteilen anheimfallen können mit dem Information Bias auch, wo man sich immer nur bestätigt. Mit der Bildsprache auch, wenn man so eine einfache Bildsprache hat. Weil wie gesagt, das war in den Medien gewesen, da mache ich auch noch ein Video zu, hier mit den Ruders, wie die ihren Arbeitskollegen da getötet haben mit den 66 Messerstichen und Hammerschlägen und so, ne? Das ging dann als neuer Satansmord durch die Presse. Es gab schon mal einen, der in der Presse war, mit Sandro Bayer und als Opfer. Und auf einmal war ich nach den Sommerferien der Satanist in der Schule, nur wegen meinem Aussehen, nur wegen meinen Metal-Shirts. Natürlich auch Nazi, wegen hier böse Onkels. Da kam beides bei mir zusammen, Satanist und Nazi. Dabei habe ich mit gar nichts von beiden gedanklich zu tun gehabt. Ich habe mich zwar wie im ersten Video hier, im Umgedacht-Video gesagt, habe ich schon früh mit Antisemitismus zu tun gehabt, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und die Onkels haben mir den richtigen Weg gezeigt, wie man das einsortieren kann und wo man da die Fehler machen kann. Sag ich das mal so. So, und jetzt mal hier weiter. Weil die haben aus ihren Erfahrungen gelernt und das, was die gelernt haben, haben die weitergegeben. Und das ist für mich, wie heißt das? Aperzeption. Aperzeption. Wenn man das ist ein Erbe. Wir haben alle dieses Erbe der Erinnerungskultur, die eben diese Aperzeption ist. Jetzt fangen wir schon an zu spucken. Entschuldigung.